Ich begrüße euch auf Flur de Vent. Hier haben wir noch einiges zu erledigen. Wir sind jetzt etwas weiter im Norden von River Valley. Und den Aussichtspunkt haben wir. 3 Sammelobjekte und schon 2 Truhen. Aber es ist noch nicht alles erledigt. Und eine Aktivität haben wir ja auch noch. Dann schauen wir mal an, was wir noch zu tun haben. Beginnen wir doch einfach hier so links rum. Mit der Jagdmission und dreh dann einmal so eine Runde auf der Insel. Bis wir alles zusammen haben, was es hier so gibt. Dann geht's erstmal auf zur Justin Beaver Fever Jagd. It will be so awesome to call so much Beavers. Das sind übrigens Fans, die Beaver Fever hatten. Und wenn man Beaver Fever hat, verwandelt man sich mit der Zeit in einen Beaver. Mit einer schrecklichen Frisur. Und einem blattgetretenen Schwanz. Was war das denn für ein Geräusch, bitte? Das war sehr merkwürdig. Menschen zu töten. Ja, Menschen zu töten ist leicht. Biber zu töten ist eine Berufung. Quietsch. Kill den Biber. Kill den Biber. Kill den Biber. Wenn wir einen Biber finden würden. Nummer 2 der Biber-Fans sind nun nicht mehr unter uns. Denn sie sangen denn noch ein da 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 da. Sinnfreies Gesinge. Ole. Ha, da hinten, ihr seid die letzten beiden, die ich erlegen werde. Muss. Heute das Vieh. Für den Jäger. Jagdherausforderung erfolgreich abgeschlossen. Natürlich, was hätte passieren können? Die Biber singen uns ein Lied und wir sterben. Den qualvollsten Tod. Hä? Dich denn hier festgespunden für kranke Sexspielchen? Nein, du Nuss. Manchmal verstehe ich nicht, wie er springt. Das könnte vielleicht doch einfach an meiner unglaublichen Unfähigkeit liegen. Ich einfach vollkommen falsch kletter. Oder versuche, meinen eigenen Weg zu formen, was nicht so richtig funktioniert. Okay, und nun? Haben wir hier hinten noch das gute Stück. Ein Animus-Fragment. Ziemlich weit nach unten. Hmm.
Tada! So. Truhe, Truhe, Animus-Fragment. Mal wieder hochklettern. Nein, nein, nein. Einfach ein bisschen hier oben hinten rum, dass uns keiner sieht. Warte. Ich bin gar nicht hier. Darf ich auf dein Tor? Danke. Toll, der hilft mir hier trotzdem nicht runter. Tod durch Fußschuss. Ach, wieso ist denn das Tor zu? Oh, da oben. Na, aber ich sehe den Weg schon, sehr schön. Gut, nächste Truhe ist da vor uns. Okay. Letztes Teil, Fragment. Das sieht alles nicht richtig aus. Versuchen wir es hier rechts rum. Dieses Geräusch macht mich stutzig. Irgendwas wird zu bedeuten haben. Hallo, letztes Fragment. Ah. Die Renovierung fehlt. Ach, die können wir noch nicht machen, weil wir hier die Festung noch nicht erobert haben. Das Bandenhauptquartier. Dann wird das unser nächstes Ziel sein. Für die Freiheit.
Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe wieder überhaupt nicht auf die Aufnahmezeit geachtet. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Komm hier, Reisegeschwindigkeiten, los. Wir nähern uns gar nichts gefährlich. Andocken und das Stück Land befreien. Si on vous paye, c'est pour travailler. Lis les genoux, ne va pas te faire un tour de roue. Yo! Entschuldigung, bin doof gestolpert. Favorite, hier haben wir einen Fahrstuhl. Erstmal die weiteren Vorräte bearbeiten. Befreit. Ich hatte dich befreit, Idiot. Mein Wikinger-Schwert liegt außen. Schnipp, schnipp, fahren ab. Oi, hold! I need a challenge. Keep dreaming, you foolish. Your devil is upon thee! Eventually.
of him. We have to find him again. Told you we'd find him again. Keep running. So, den Chef noch finden. Da ist er. Beziehungsweise war er. Wieder ein Stück Land befreit. Ordnungshüter. Oh, wir haben alle Gänge-Hauptquartier reingenommen. Cool. Dann holen wir uns mal jetzt das Wikinger-Schwert da drüben. Außerhalb der Festung. Von 16 Wirtschaftszonen eingenommen. Perfekt. So gefällt mir das. Fehlt nur noch die eine oder andere Renovierung. Geld haben wir auch noch ein bisschen, dann können wir vielleicht nochmal, werde ich zwischendurch nochmal die Stoffe kaufen, die wir für die fehlenden Monturen brauchen. Aber klar werden wir auch nochmal jagen gehen, also zumindest harponieren. Und da noch so einiges Nettes an Belohnung bekommen werden. Beziehungsweise brauchen wir für die Animus-Datenbank Geschichten. So. Jetzt können wir auch hier rein. Lack Eternal. Ich würde sagen, wir sehen noch einmal ganz kurz hier hin. Um zu renovieren. Das nette Gebäudchen, was da noch steht. Angekommen. Pourquoi est-on venu ici? Il n'y a que des bêtes sauvages partout à la ronde. Die Richtung war das, glaube ich. Ja, da vorne. Pourquoi est-on venu ici? Neue zwei Pappnasen. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Das freut mich sehr. Dann tut ein gutes Werk und renoviert dieses Gebäude für mich. Gebäude renoviert. Rum. Sehr schön, hier gibt es Rum. Das Getränk für echte Piraten. Und ja. Sieht doch schon mal echt gut aus hier. 1, 2, 3. 4. 5. Nochmal 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9.
völlig unbesiegelte Orte und dann diese einen, wo ich diese Höhlenmalerei nicht gefunden habe. Aber das werden wir uns ganz am Ende nochmal anschauen, wenn wir hier mit River Valley durch sind. Und ich würde sagen, ich mach hier Schluss für heute und wir sehen uns morgen erneut. Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Boah, krasser Schied da. Also, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Diesmal wieder ein bisschen mehr Action und ich hoffe, das tat ganz gut. Ich denke schon. Ist auch schade, dass es nicht in jedem Dorf so eine, oder in jedem dritten oder so, so eine Quartiere gibt, wo wir ein bisschen rumrandalieren können. Also, falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst. Und sehr freuen, vor allen Dingen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Also, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Tschüss.